Hey Freunde, willkommen zur nächsten Folge Vanilla Permissions und auch zum nächsten Command. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal ganz kurz auf unsere Liste und hier sehen wir, der Kill-Command ist als nächstes dran. So, und wenn ich jetzt mal auf die Aufnahme gucke, sehe ich, wir sind gerade bei 24 Sekunden. Und heute ist mein Anspruch, dass wir das wirklich in unter 5 Minuten schaffen. Deswegen würde ich sagen, wir beeilen uns da mal. Da sind wir schon in der Bildschirmaufnahme und gehen direkt mal in unseren Editor. Also für den Slash Kill Command. Das heißt, wir richten das Ganze erstmal ein. Das heißt, wir kopieren das hier und machen hier aus Game Mode Kill. Und hier raus machen wir auch Kill. Ja, so als nächstes machen wir wieder eine neue Datei und das wäre eben die kill.mc Function. So. Dann speichern wir das hier mal kurz und die kill.mc Function können wir ja, hier können wir viel kopieren, allerdings von der clearMC Function. So. Da gehen wir jetzt in die kill.mc Function. Wo ist denn die hier? Und kopieren das erstmal rein. So, jetzt müssen wir hier natürlich statt clear einfach kill machen. So, dann machen wir das hier erstmal kurz. Clear ersetzen wir durch kill. Replace. Ach so, replace all. Und dann müsste das eigentlich im Prinzip schon funktionieren. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Scoreboard und das wird auch in die Load direkt eingetragen. So, und das Ganze nennen wir einfach Kill. Sondern muss ich das natürlich noch mal kurz schauen. Ja, man killt sich selber, oder? Tag, Killtick, Remove, Killtick. Ja, das sollte so schon funktionieren. So, dann gehen wir in die Minecraft-Aufnahme und gehen in Minecraft zurück. Und machen Slash Reload. Und dann machen wir auch mal an die Seite das ID-Scoreboard. So, und ach nein, 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 Moment, eins habe ich doch noch vergessen, aber wir sind gerade bei 3 Minuten, ist alles noch gar kein Problem. Mir fehlt nämlich natürlich noch in der Enable. Scoreboard Players Enable at S. Was soll das da jetzt? At S Tag ist gleich Kill. Kill. So, jetzt aber ab zurück in die Minecraft-Aufnahme. So, wir reloaden noch mal kurz und dann machen wir mal schon mal. Achso, ich muss mir natürlich erst den Tag Kill noch geben. Und dann muss ich noch mal für mich das Ganze hier logischerweise resetten, weil ich mir jetzt erst den Kill gegeben habe. Noch mal neu enablen. Okay, da stimmt was nicht. Ach man, wir sind schon bei 4 Minuten. Schade, 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 was stimmt denn nicht? Die KMC Function. Tick. Kill gleich 1 Punkt Punkt muss hier rein. So. Haben wir gemacht. Gehen wir in Minecraft zurück. Und müssen die Welt einmal neu laden. So, wir sind bei 4 Minuten 40. Und es sollte jetzt funktionieren. So. Einmal mache ich kurz Slash Trigger Kill. Funktioniert. Und wenn ich jetzt erst kurz Trigger Selected ID Set 5 mache und dann
Trigger Kill, dann töte ich den Amos denn. Das heißt, wir können jetzt uns selber und auch andere Entitäten töten, wenn wir die entsprechenden Berechtigungen haben. Haben wir in 5 Minuten geschafft. Freut mich, dass wir so einen einfachen Command jetzt auch mal geschafft haben, einfach umzusetzen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal und ciao.